Willkommen zurück, liebe Leute, zu Let's Play Super Mario Land. Wir sind im nächsten Level, nächste Part, und das Ganze hier ist relativ kompliziert scheinbar. Nee, ich glaube, du kannst die Gegner damit theoretisch kalt machen. Kann ich, aber nicht die hier. Du kannst nicht mit Ips hochspringen. Vielleicht, wenn du irgendwie Ips gedrückt hältst, dass du dann irgendwie sowas fliegen. Keine Ahnung, wie fliegen oder sowas, so. Vielleicht in der Art. Ich versuch's mal mit. Was war 3, oder? Ja. Ja, cool. Okay. What the heck? Du tust gerade alles Health-States abspielen, das weißt du schon. Ja, ich weiß. Das ist ein bisschen dumm, lass das. Mir macht Spaß. So, hey, wir wollen hier nix blödes machen, wir wollen nur diesen Health-State hier laden. Und damit weiterkommen. Jetzt lass mich mal schauen, wie das geht hier. Vielleicht ja, bekommt der Baumrösschen. Fuck, das war die falsche Taste. Okay, wir dürfen nicht die. Damit kann man schneller bewegen. Ja, mit den Pfeiltasten kannst du dich auf dem Bildschirm rumbewegen. Aber warte mal, lass mal los. Das geht nicht mehr. Ich glaube, wir sind einfach im Arsch. Nein, irgendwie muss das schon. Oder war das ein Item oder was war das? Das war der Beginn vom nächsten Level einfach. Okay. Total komisch. Komisch. Nein. Oh Mann. So, wir wollen das professionell machen. Also, es muss irgendwie gehen. Wir müssen aber schnell sein. Und zwar? Durchflossen. Durch was? Durchflossen, also ganz schnell durch. Mit dem Pfeiltasten. Wie war das mal? Das könnte. Tatsächlich. Jetzt hör auf, irgendwas zu drücken, Junge. Du verstellst mir gerade die ganze Zeit die Einstellungen. So. Das bekommen wir jetzt hin. Nein. Einfach nur die Pfeiltaste drücken, gedrückt halten. Die linke Pfeiltaste gedrückt halten. Für jedes Mal. Wie ist das denn bei den ersten? Beim ersten, schau mal, der erste, den kann man besiegen. Was macht der denn anders? Ach, der fliegt. Der fliegt einfach auf einer anderen Höhe. Krass. Okay, also man kann die schon besiegen, aber die sind uns halt zu tief. Perfekt. Sieht so aus. Okay. Also wir sind halt einfach. Ja, wir mussten damals irgendwie hoch. Das ist unser Problem so. Es gibt mal. Ich glaube nicht, dass es irgendjemand außer uns gibt, der dieses Problem hat. Die sind einfach nicht blöd. Warte mal, ich sehe mir was aus. Sieh mir was aus. Oh Gott, das wird gedrückt. Noch Tasten. B. Mit B kann man die Höhe ändern. Ja, mit B, also B hoch und mit der Falltaste nach unten geht man nach unten. Okay. Da gibt's einen. Gut, das weißt du, wie es geht. Nein. Also B hoch, Falltaste nach unten, nach unten. So, dann hat es mal gesvent. So, das haben wir hier so ein Krampf, das herauszufinden. Alter. Hat uns jetzt auch 4 Minuten gekostet, ist ja nicht so viel, also alles im Buddha. Ich glaube, so ist es dann relativ machbar, ne? Nein. Ja, so wenig ist bestimmt definitiv einfacher. Nein, weil du musst so viele. Plötzlich muss man so viele Knöpfe drücken. Und das ist so verwirrend. Ja, vorhin segelt das Ding automatisch. Die musst du eigentlich gar nicht drücken. Die Falltaste kannst weglassen, nur die unten brauchst, oben und unten. Und voilà, es ist mal ein bisschen einfacher. Hast du ein halbes Herzchen? Ich hab nur gedacht, dass aber wissen, wie es geht.
Das ist so mal definitiv mach du das mal. Etwas. Soll ich mal probieren? Du hast gesagt B hoch, ne? Geil. David, ey, geil. Das habe ich besser hingekriegt. Ja, das hast du wirklich ein bisschen besser bekommen. Das gebe ich sehr ungern zu, aber es muss es so geben. Ja, ich gebe mal zu. Er ist der Babbo. Ich bin nicht der Babbo. Babbo, ich bin einfach nur blöd. Ja. Selbst erkennen ist der erste Schritt zu besser. Ja. Sagt man da immer so schön. So halten die denn mehrere Treffer aus, die sie fertigen, oder halten die gar nicht mehrere Treffer aus und ich bin einfach nur blöd. Ich glaube, ich bin einfach nur blöd. Ja, ich habe auch zweiteres trifft am ersten zu. Also wir halten fest, es ist verdammt schwer. Für ihn. Also, ja, das ist die Steuer. Ja, natürlich. Also man muss so sagen, auf dem Game Boy ist es... Bis eben waren da drei Tasten in dem Spiel, ja? Ja. Jetzt sind da was, weiß ich ja, nicht. Ja, natürlich. Man muss so sagen, auf dem Game Boy ist es natürlich deutlich einfacher. Als hier auf der Tastatur, das ist klar. Man kann aber leider keinen Controller anziehen. Ist auf dem Game Boy einfacher? Ich versuche jetzt das Level abzuschließen, ohne zu schießen. Mach das. Also es ist auf dem Game Boy... Es ist auf dem Gameboy deutlich einfacher, du kannst auch so zurückschwimmen, genau. Es ist auf dem Gameboy deutlich einfacher wie hier, aber trotzdem ist das hier irgendwie machbar. Das hier machbar? Nein. Ja, ich weiß. Man denkt nie, dass es so ist, aber es ist einfach so. Es ist theoretisch machbar. So, den Part sollt ihr jetzt übrigens am optimalsten an Silvester sehen. Ja, werde ich aber nicht. Doch. Also am letzten Tag des Jahres, yay. Das ist einfach ungewöhnlich. Was ist ungewöhnlich? Das ist ungewöhnlich? Nein. Ich bin ungewöhnlich? Nein. Ja. Du sprichst gerade voll in Rätseln. Ja. Weißt du das? Ich weiß. Du weißt? Ich weiß, paar Wiese. Konzentrieren wir uns hier rauf, so. Macht Besseres. Wie siehst du auch wieder? Ja, jetzt schieße ich auch wieder. Aber ja, nochmal, ich spiele mit der Tastatur. Und die Scheiße ist in der Form verdammt nochmal kompliziert. Ja, sehe ich auch so. Aber ihr bekommt das trotzdem hin. Peng Bang Buff oder was? Ja, Peng Bang Buff. Das so. Egal. 2.3. Ich bin einfach überfordert. Inzwischen, bekomme ich den Mechanismus hin, dass ich mit geschlossenen Augen das richtige Pfeil auswählen könnte. Also, das ist wirklich traurig hier. Ja, natürlich ist das traurig. Sie meinen, hey, du spielst. Ich hätte nichts anderes erwartet, Kappa. So. Nein, ich hatte nichts hier. Alles real. Alles real. Nein. So, aber jetzt, wenn direkt ein Gegner auf das Fuß schwimmt, ja, wäre sinnvoll, nach oben oder nach unten. Alle Tasten und ja, genau, das sollte man eigentlich nicht tun. Sollte man aber nicht tun. Ja, habe ich auch so ein bisschen Angst. Nur Uno ist mal vernippelt. Na dann ist alles gut. Ah, schau mal, wie lange ich brauche, bis ich die richtige Taste gefunden habe. Einfach X oder Y. Gehen beide fürs Season. Ich weiß. Kannst du zwei Tasten zur Auswahl? Ja. So. Ich habe ganze 5 Tasten zur Auswahl. Viele. So. Also jetzt konzentrier dich mal wieder. Ich habe 5 Tasten zur Auswahl, die ich drücken muss und kann. Aber es hilft halt immer nur eine, ja? Und ich drücke dann häufig, zum Beispiel habe ich gerade eben gleichzeitig nach oben und nach unten gedrückt und jetzt hat halt nichts geholfen und jetzt bin ich mal wieder abgenippelt und das sollte nicht so. Bang, bang, get to the roof, da ist ein Banat. Im Idealfall ist ein bisschen anders. Das Ding da oben ist jetzt weg, da unten ist weg. Vielleicht bekommst du diesmal hin. Nein. Sei positiv geladen.
Ja, ich muss auf die Tastatur schauen, um festzustellen, was ich drücken muss. Ja, natürlich ist ja auf der Tastatur ein bisschen schwer, aber es ist machbar, verdammt mal. Nein. Es ist ein Emulator, das ich glaube, mal das mal auf der Tastatur nachschaut. Wenn man die Steuerung nicht drin hat. Nicht aufregen. Ich glaube, ich bin ja noch schlechter als in Odyssey. Und dann wird's richtig witzig, wenn wir erst ein ganzes Zelda-Spiel auf dieser Engine spielen. Na, nice. Hab ich nicht vor. Ich hab's zwar, keine Ahnung. So, schauen wir uns mal wieder um ein ganz tolles Ding. So, 10 Minuten. Wir haben noch 5 Minuten, ja. Dann ist Halbzeit von dem Part. Und dann sollten wir... Allein das mal wieder, ey. Also ich glaube ohne Self-State, der ist immer noch bei Level 1, 2. Ich glaube nicht. Vielleicht 1, 3. Ist aber positiv geladen. Ich glaube, wir werden immer noch bei 1, 1. Oder so. Hallo, nicht hier irgendwelche Tasten drücken, werde ich Self-State auswählen. Ich kann die ganze Sache nämlich leicht beschissen machen. Wenn wir den Self-State auswählen lassen würden, hieß. Und da sind diese Self-States jetzt erst lebenswichtig. Weil ohne die wäre man mehr oder weniger wirklich am Arsch. Man erst Respekt an alle, die das schaffen, dass sie spielen, ohne dabei am Arsch zu sein. Also, David macht mal. Jetzt darf ich mal. Ja, ich geh mal. Ich lade trotzdem zuerst diesen... Hallo, wo ist die Maus? Warum lädst du den nochmal? Wenn ich auch zwei Leben habe, den sehr besorgt sind, wie du. Zwei Leben? Ja, eins halt, was da, Baby was, ne? Okay. Gut zu wissen, Ladies and Gentlemen, ich drück B. Ich bin gut hier. Ich bin einfach IT-Techniker. Meine Aufgabe ist, kaputte Maschinen ein und wieder aus und wieder einzuschalten. Moment mal, ich hab ne Idee. Ja. Hab ne Idee. Oh, das ist gut. Liegt es auf die Pfeiltaste. Gott! Ja, passt doch. Warte, nein, das muss wieder nach unten. Down. Nach unten. Ah, fuck, warte mal. Left, muss halt nach left. Gut. Das passt. Gut, Thomas. Gut, jetzt ist es schon mal einfacher. Willst du dann wieder? Ja, ich versuch's nochmal. Gut. Siehst, wer kommt darauf, das auf B zu machen, ey? Oh nein, jetzt hast du dich bewegt. Jetzt nichts drücken, während ich den Self-State auswähle. Das geht das tief. Und das wissen wir alles von. Ja, ja. Weil die sind alle dumme kleine Kinder. So, das ist der Radio, ist nämlich ein bisschen eingeschränkt und du musst keine Fingerkrätze mehr machen, um an die Tasten zu kommen. Fingerkrätze, jawohl. Weißt du, was eine Krätze ist? Nein. Du, der Fingerkrätze ist. Gut. Natürlich ist es logisch, so. Und trotz dieser massiven Vereinfachung schafft er es nicht. Ja, Minecraft, du fuckst das denn nicht PC. Ja, aber Minecraft ist irgendwie anders. Vor allem, weil es mit BASD gesteuert. Ja gut, das könnte mir theoretisch auch einführen, aber ich finde das mit den Falltasten ehrlich gesagt persönlich viel angenehmer als BASD. Auf dem Laptop würdest du dann Minecraft spielen. Und auch in Minecraft kannst du übrigens BASD spielen. Wir sind weitergekommen. Ja. Aber praktisch nicht. Ich lad mal wieder ein Safe State. Wir kennen das alles und das Yay. So. Rein theoretisch könnten wir sogar erlauben, in diesem Level nur das in diesem Part nur ein Level zu machen, weil wir in anderen Part mal drei Level hatten. Aber es sagt ja rein theoretisch. Praktisch eher mal nett. Also kommt darauf an, wie schnell wir jetzt halt voranarbeiten. So. Eigentlich ist das Spiel lustig und harmlos. Eigentlich. Nein, es ist das absolute Fehlerspiel. Dadurch nehmen wir das jetzt auf. Ey, das Spiel ist so alt, das holt sich keiner mehr zu. Außerdem gibt es nur noch Amazon oder auf irgendein Virtual Console. Auf dem 3DS zum Beispiel kann man es als Virtual Console erwerben. Super, finde ich das? Nee. Warum? Du hast kein 3DS. Pass auf. Du weißt doch, dass dieser Typ, weil wir hätten es eigentlich. Sollten wir es nicht vielleicht letztes Mal Spice an dieser Stelle? Nein,
Sollten wir es nicht vielleicht doch wirklich mal speichern? Nein, wir machen das nicht. Das war dein Glück hier gerade. Ich glaube, wir haben das Level so gut wie geschafft. Nicht hier, dass wir speichern sollten. Ja, ganz sicher. Speichern's. Okay. Wir wollen auf Nummer sicher gehen. Ja, okay. Und deshalb war es auch genau gut. Ja, ja, ja. So, Achtung, der Typ ist wieder vor dir, ne? Gut, das ist ein bisschen gescheit ausgewissen. Aber da wieder nichts. Der Typ ist ein bisschen kompliziert. Jetzt in dieser Speicherstelle ist der Typ ein bisschen kompliziert. Ich gebe es zu. Achtung. Ja, der Typ ist. Du musst da irgendwie rückwärts oder so, dann kannst du ihn ausweisen. Das ging. Also, das Ganze ist relativ schwer. Der ganze Reflex, ja, gerade mit dem Selbstset raussuchen. Jetzt haben wir. Du nix drücken. Nix drücken. Ja, ist wichtig. Du nix drücken. Nix drücken. Gut. Ich nix drücken. Jetzt schon. Mann. Ja. Also, man hat schon irgendwann hin und wieder auf und leicht hat man's, hat's man leicht. So. Hat's man leicht. Ping, jetzt hau gleich was Ping macht. Und währenddessen. Jetzt haust du, Achtung! Oh, ich hab keinen Bock, noch tausendmal diesen einen Sacken Self-State hier aus. Nicht drücken, während ich im Menü bin. Junge. Ja. 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 Ich drück's noch was Falsches hier wegen dir. Ja, das sehe ich auch so. Ganz gefährlich. Achtung! Oh Gott. Mann, was ist denn das für eine Scheiße hier? Dotter Wales, Achtung! Keine Schuld. Deine Schuld. Oh. So. Ey, der ist dermaßen schwer zu besiegen. Du hast einen Safe-Page-Dienst da. Einfach nur scheiße gewählt. Wir könnten dann jetzt an dir Stelle nochmal wählen. Da machen wir nicht. Okay. Da steht da was. Mario! Ich glaube, wir sind. Ich weiß nur, wie kommt Peach an so viele komische Blöcke? Ja, gute Frage. Ich glaube, weil das hier Daisy ist und nicht Pete. Ja, ist so, ich glaube, jetzt kommen wir hier durch und schaffen das. Peach. Pass auf. Oh doch, Gott! Das ist vorbei. Gut. Ja, jetzt steht. Nein. Doch. Du kannst doch hoch schwimmen. Ja, aber das ist gefährlich. Okay, schnell. Gut, jetzt. Hoch. Gut. Und jetzt haben wir's. Jetzt haben wir's. Sieh, jetzt sind wir, glaube ich, in der nächsten Welt, ne? Ach, ja. Glaube es, wenn es überhaupt noch. Doch, noch. Es gibt definitiv eine Welt. Das war nicht ganz vielleicht, aber wir haben es in 17 Minuten geschafft, 18 Minuten. Was da verhältnismäßig auch ordentlich ist, ne? Ich bin nicht stolz auf mich, aber. So, und da haben wir Pete. Das schauen wir noch an. Thank you! Mario, Daisy! Oh, ja, jetzt kommt der Octoling und nimmt die weg. Octopush. Und wir tun safe, sobald wir in der Welt angekommen sind, in der nächsten. Octopush. So, jetzt haben wir wieder Bonus-Game, das machst du wieder? Ja, eigentlich habe ich keinen. Du kannst bis zu 3 Leben retten, wenn du es an der Stelle hältst, wo die Mauer dort ist. Ach du Scheiße. Und was muss ich machen? Du hast es sehr gut gemacht. Immerhin ein Bonusleben. Nein. Stopp! Ich hab überhaupt nicht verstanden, welche Taste das auslöst. Du, vorhin hast du es auch gut gemacht. So, safe. Nimm mir wieder Welt 2-3 hier. Ja, mal Safe State. So, bitte. Jetzt kannst du anfangen mit diesem schönen Level. Das sieht interessant aus, sag ich mal. Nein, das sieht sehr, sehr böse aus. Und das riecht nach Tod. Es riecht. Ja, nach Tod riechen tut das, glaube ich, in der Tat. So. Hast du. Was? Das nimmst du zurück. So, laut damals 2-3. Jemand haben jetzt so einen Liebsinn. Das ist schon mal etwas, ne? Nein, ich hab das keinen Grund dafür. Und ja, so richtig keinen Grund dafür. Ja, ist doch super. Definitiv super duper. So, warte. Der Skillsprung ist vonnöten. Schließlich ist eine Dame in Lebensgefahr. Okay, dann halt nicht. Dieser Skillsprung war so geil. Na, kein Skillsprung. Aber du bekriegst jetzt keinen Skillsprung, nicht rein. Macht nix.
meiner Community waren bitte Unis. Genau, das wäre nämlich peinlich. Wieso? Naja, stimmt, ich kann sowas nicht passieren, bin ich jetzt eh zu spät. Und ja, jetzt... früher war das immer so, dass man auf die Raketen, heutzutage ist das so, du kannst auf die Raketen... Ja, früher auch... nicht. Das Spiel geht nicht umsonst als ein relativ schweres Spiel, ich möchte nur mal sagen. Ja, ja. Und dafür meistern wir uns halt nicht gemäß, nämlich gar nicht mal so ganz dumm. Dafür, dass wir es eigentlich so gut wie alle halber blind spielen, weil ich bin, hat das nie ganz durchgespielt gehabt. So. Ja, und ich hab sowieso keine Ahnung, wo es ist. Richtig. Für dich ist das Neuland. Ja. Das muss extrem komisch aussehen. Also, sagen wir einfach mal, es gibt talentiertere Spieler. Es gibt sehr talentiertere Spieler als uns hier. Sehr viele talentiertere als uns. Das ist aber auch nicht wirklich schwer. Und kam eigentlich bis jetzt nur eine Feuerbombe vor? Was meinst? Ich komme relativ wenige Items in dem Game. Ist auch eine Sache, die es im zweiten Teil, soviel ich weiß, nämlich relativ rapide ändern. Ja, im zweiten Teil. 10.000 Items, die ich permanent bedrohen. So. Zack. Achtung. Jo. Einheit. Was war das? Hoch da, aber nicht ganz hoch. Richtungsänderung hier. Einfach Gemeinheit. Was wird denn das hier eigentlich von dir? Was ist denn das hier eigentlich? Das... Okay, scheiße. So, das bringst du hoch und schaust, was drin ist. Okay, war eine Münze drin. Ja. Oh, wir starten direkt dort neu. Ja. So, wenn du irgendwie mal ein Self-State setzen willst, sag Bescheid, ne? Ja. Okay, der hat nicht was einsetzen sollen, ne? Aber okay, machen wir nochmal von vorne, weil es ja allen hier so viel Spaß macht, allen Beteiligten im Raum. Und auch als hinter dem TV. Nein, das macht den Zuschauern keinen Spaß. Natürlich macht es den keinen Spaß auf Tor. Yay! Nee, aber ich glaube, die erste Part kam echt gut an bei euch, Leute. Und dann müsst ihr es einfach mal für die großen Likes bedenken. Ich prophezei jetzt einfach mal, dass sie gut ankam. An dieser Stelle. Wird. Ja. Du musst wissen, zum Aufwärmen ist halt. Noch in derselben Session wie. Beim ersten Part. Am 30.12. Ja. Das war dort, wo wir auch alle Super Mario Odyssey Folgen aufgenommen haben, so die nächsten Wochen kommen werden. Ja. EG. Erdgeschoss. Was? Erdgeschoss. EG. EG. EG, ich hab kurz den Quer. Oh nein! Mir ist runtergefallen. Das war das gerade von mir. So. Du machst immer solche Geräusche. Jetzt komm hier mal weiter, okay? Und tu keine Predigten halten. Nein. So. Also, 2, 3, laden. So, wir tun, was Jugendliche tun. Was tun Jugendliche? Völlig besoffen und bekifft unter der Tribüne liegen und geschützten Sex mit Fremden haben. Alles klar, so auf damit. Jetzt entschuldige mich dafür, liebe Zuschauer. Das war nicht. Man kann doch auf die Raketen springen. Nicht. Egal, so. Weiter geht's. Man kann auf die Raketen springen, habe ich gerade festgestellt. Yay! Ich auch nicht. Natürlich finde ich, dass du es gut findest, war mir irgendwie klaro. Klaro Kloßbrühe. Und ich möchte euch nochmal dran erinnern, Leute. Zweite Ferienwoche. Es findet ein 12-Stunden-Stream statt, wo wir nur Super Mario Bros. Wii durchrassen. Das Game wird dann halt vorerst nicht als Display geben, sondern nur als Durstrust-Projekt. Aber das immer mal was. Da haben wir halt so ein komplett auf einmal gespielt Projekt. Ja, das ist auch mal was. David, du kannst ja das dann einfach in mehrere Parts aufteilen und dann hochladen. Oder es macht das, ja. Das wär vielleicht besser. Ich muss mir noch überlegen, ob ich entweder das mache oder es direkt einfach im Ganzen lasse. Weil es ist ja eigentlich ein Let's Race. Ich kann keine anschauen und du weißt doch, wie kacke das ist, wenn du dir auf YouTube ein Video anschaust. Was so lang geht? Ja, aber es hat irgendwie ein Let's Race, die gefahren so lang ist. Es ist halt auf der anderen Seite, ne? Let's,
Nein, weil das ist einfach ein zu langes Video auf YouTube. Das ist dann nicht schön vom, wenn du sagen willst, die eine Stelle hier will ich mir nochmal anschauen. Versuch das mal, ja. 12 Stunden lang Video. Das ist einfach, und außerdem möchten ja viele die Videos im Ganzen anschauen und deswegen. Ja, wird zwar 12 Stunden dann lustig, ne? Du kannst es in. Sollen wir es nicht erst mal selbst daten? Aber nein, noch nicht. Zwölf. Schön, schön, schön. Ich möchte mir nämlich eigentlich nicht leisten, mein Leben zu verlieren. So. Dann bin ich mal gespannt, wie du das Ganze jetzt hier anstellst. Na, mal alles halt. So, ich glaube, der Party wird mal ein bisschen länger diesmal. Sieh's. Nein, es war kein Pro-Skill. Doch, ich hab's geschafft, ich hab's gehüpft. Was gehüpft? Ich frage mich eh, was das für komische Blöcke gedönse sind, die da runterfallen. Ah, aber sie haben sehr gute Kleidung. What the fuck, ähnelt das nicht diesen einen Blöcken, der aus den anderen Mario Games so ein bisschen. Das hast du sehr gut gemacht. Lad nochmal. Nee. Du machst jetzt weiter an die Stelle. Du kommst jetzt hin. Klaubandes. Tu mir einen Gefallen und glaub an der Mann. Ich hab ganz fest an mich geglaubt. Nein. Doch. Du hast bestimmt nebendran an Schokoladen alles gedacht. Nein. Wir haben eine gewisse Katze, die jetzt draußen sitzt und hungern muss, weil wir sie nicht in den Keller gelassen haben. Die gewisse Katze sitzt oben und wird von meiner Mutter gerade verwöhnt. Futterlis. Du hast gesagt, wie sie draußen im Regen stehen gelassen haben. Und die Katze kommt immer rein, wenn die rein kann. Ihr müsst wissen, die haben mehr Löcher. Ja, das Dach ist nur noch zur Hälfte da, hier im Haus, deswegen was? Passt es schon. Ja, also, also die Katze wird nass. What the heck? So. Ihr müsst, nein, was, das ist völlig smart. Was wirklich wissen müsst, ist, die Katze könnt ihr kennen, in einem Super Mario Odyssey Part, ob du das 26. oder so, könnt ihr nochmal reinschauen. Da seht ihr nämlich meine Katze, yay. So, was ist krass hier? Und das haben wir mal wieder sehr gut gemacht. Ja, und? Ich sehe es schon, wie wir sitzen jetzt noch ein bisschen dran. Ich sehe es einfach so in vor mir. Aber dieser Reflex vom Gameladen, der geht bei mir inzwischen wirklich schnell. So. Was, welcher Reflex vom Gameladen? Ja, dass immer dieses Gameladen muss, immer wieder. Das kann ich so langsam. Aber warum ist das ein Reflex? Ich reflektiere mal an dieser Stelle. Ja, es wird zu einem Reflex. Es wird nicht zu einem Reflex. Es wird zu einem. Widersprich mir nicht ins Spiel. So. Zum Glück bist du dumm genug, um solche Handlungen ausführen zu können, ohne dass die langweilig wird. Du. Ich. Konzentriere dich lieber aufs Spiel. So, ist für uns alle besser. Glaub mir. Ja. Wenn ich anfange, David zu beleidigen, dann versteht keiner mich. Und irgendwie kommt bei der so richtig Retro-Stimmung und das war gerade echt unnötig von dir. Ich komme nicht in der Retro-Stimmung, ich habe keine Retro-Stimmung. Ich bin ein moderner Mensch. Das ist ganz wichtig, dass ihr wisst, damit ihr meine Stimmung versteht. Ich verstehe keinen Piep von dem Ton, ja? Nur David hat Kopfhörer. Gemein. Richtig. Da denke ich das auch noch so mit. Ich dachte, du hättest dafür Ohrenkrebs-Version. Ganz tolle Angelegenheit. Ich hab Ohrenkrebs-Version. Man freut sich doch immer. Ah, Kind. Das ist gerade wie so ein kleines Kind angehört, ne? Du. Ich höre es, David. Ich warte nur, wie weiß, dass du aufhörst. So. Ich finde bei so als ein Retro-Projekt in die Facecam rein zu machen, einfach nur entwürdigend für die Retro-Spiele, die ein besseres verdienen als unsere Facecam vor deinen Heiligen. Der weiße Hintergrund ist einfach besser. Ja. Ach, Kind, jetzt konzentriere dich einmal. Ach, Quatsch.
Aber ich finde mal jetzt hinterher raus, aus welchem Jahr das Spiel kommt, weil das wusste ich im ersten Part nicht. Dann kann ich euch das mal nachliefern. Dieses scheiß Schild. Aber erstmal muss es hier diesen Safe State hier laden. Und wir alles mal ein bisschen. Weil wir haben die 30 Minuten Marke jetzt noch nie erreicht. Und ich müsste ungern noch den nächsten Part aufsplittern, aber ich glaube, ich muss das wohl. Schon dieses scheiß Spiel. So, Super Mario Land. September 28. 1990 ist es hier so lange erschienen. Ne? Das ist älter wie wir alle. Ja, sogar älter als David. Und der ist wirklich alt. Hey, ich bin nicht so alt. Ich hab die Falten hier. Achso, die Felsen können jetzt nicht an. Nee, die Felsen können nicht an. Die können meine Falten nicht. Ich hab auch nur sehr schwer sehen, ne? So. Das hast du sehr gut gemacht. Also, du hast selber suchen. Ansonsten lagen wir es über den nächsten Party fertigstellen. Mann, die Maus ist in ihrem Bild hier. Was machst du denn da? So, einfach so machen wir noch. Ansonsten beenden wir dich erst im nächsten Part. Weil es echt bescheuert ist. So, wir geben jetzt noch alle Zeit der Welt, die du brauchst, um dieses Level zu beenden. Manometer hier. Ja. Los jetzt! Nix. Das hat nichts mit dir zu tun. Dorothy! Wir sind jetzt mal weitergekommen, ne? Hm? Ne, wir waren schon mal weiter. Gott, sollen wir nicht in diesem Mal safe staten? Ja, mach mal. Du hast halt kein Leben, aber wir sind immer an dieser Stelle. Aber machen neun. Gut, ich tue es ein neues Schreiben. Nimm einfach das Y. Na gut. So. Besser dreimal Y als dreimal XX. So, Huber springen. Da drauf. Und jetzt da drauf. Dieser scheiß Schildkröte. Ja, die Schildkröte kann ein bisschen nerven. Ach, jetzt haben wir halt so Spielen auf Leben und Tod so ungefähr. Ja. David muss immer betteln, dass ich nicht komplett in Rage gerate und ihn. Was? Für ihn spiele ich auf Leben und Tod. Oh Kind, was machst denn da? Laber nicht, sondern spiele gesagt, du konzentrier dich hier. Nein. So, jetzt bekommen wir es hin. Ich glaube an die. Ich nicht. Ich glaube an die. Und ich glaube auch an... Oh Gott. Wunderbar. Dann glaub halt an mich, wenn es dir Spaß macht. Wir hätten das Kreis selbst daten sollen, wo du noch sein Leben gehabt hättest. Ja, aber. Haben wir nicht dran gedacht, was hier. Ich auch den Monstern gegenüber gestanden. Ja, nochmal von vorne. Weil du es bist. Wir haben das andere ja auch noch gespeichert. Für den Notfall. Also jetzt sind Leute, stellt euch an, das kann länger werden. Ja. Aber in jedem Fall nicht mehr viel länger, weil du noch selber Suche hast und dann endgültig das im nächsten Part das Ende verfrachtet wird. Weil der Part hier sonst zu lange ist. Er lässt dich ja. Er lässt es so gut wie eine Ruhe. Ein bisschen, ja, aber er verfolgt dich nicht so krass. Jetzt spring doch! Nicht so krass. Er ist doch weg, also. Also, safe day. Jetzt. Nochmal Y. Y? Mhm. Gesaved. Gut. Also, wir sehen, es ist nicht einfach. Nein. Es ist nicht einfach. Nein. Es ist bewusst ein schweres Game,
Aber wir packen's. Ja. Ich nicht. Safe Stand sei Dank. Halt. Also es muss echt verdammt viel einfacher gewesen sein auf diesen Dings. Auf dem Gameboy, na gut, da hat man keine Safe States, ne? Und wenn man dort dreimal verreckt, müsste man von ganz vorne anfangen. Und das war halt jetzt vor allem erfahrungsgemäß jetzt hier gesagt, immer in der letzten Welt. Das kann einen schon mal dazu bringen, Gameboy durch den halben Raum zu schmeißen. Deswegen hat David auch keinen Gameboy. Richtig. Ah, oh, na, geht doch. So. Nochmal. Safe State. Wieder Ypsilon? Ja. So. Gut. Diese Stelle macht wirklich Sinn, überall Safe zu staten, wo es nur geht. Ja. Das wäre gut. Aber hier kommt eh nicht mehr viel. What the hell? Bis auf bisschen was ätzend ist. Bisschen? Ja, das sind also Maulwurf. Das ist kein Maulwurf, das sind vom Himmel fallende Felsen, Alter. Leichter Unterschied hier. Ja. So. Ich mag keiner. Ich sehe wunderschön aus. Hallo? Meinst du zum Real-Life oder im Mario-Game? Beides. Beides ist nicht der Fall. So, ich glaube, es ist relativ wahrscheinlich, wenn wir jetzt keinen großen Hänger mehr reinbekommen. Dass wir das in den nächsten 50.000 Jahren schaffen. Richtig. Die Stelle ist eigentlich kein Ding. Dann ist ja alles gut. Du kannst auch an die Stelle hier nochmal helfen. Und wozu? Komm mal nicht. Dieser Part dauert hier fast 45 Minuten, ey. Jetzt streng dich einmal an hier. Da wird der Hund in der Pfanne verrückt. Auch wenn er heute Silvester ist. Doch, wenn es hochgeladen wird, ist heute Silvester. Der Ding ist natürlich ein bisschen ätzend. Ah, bisschen. Das wäre ein Herz gewesen. Da wäre ein Herz gewesen. Das ist ja fantastisch. Das merken wir uns jetzt. Fürs nächste Level. Weil da wir es in der Tat gebrauchen können. Also ist jetzt der Part ist erst ein bisschen länger, aber ich will ja nur zwei Level irgendwie schaffen, ne? Und ich will ja auch nichts unnötig rauscutten. Bei dem Projekt habe ich gesagt, wir cutten nichts, alles 100% real Gameplay. So wie wir es halt können oder eben nicht können. Ob ich es bereuen werde, ja, glaub schon, aber man muss halt auch mal so eine Erfahrung machen. So. Und ich glaube, wir haben es einfach auch gleich geschafft. Doch. Hä, wobei jetzt das Ding ist. Das ist jetzt weg, vergiss es. Nein, ich hatte doch eigentlich alle Kisten geöffnet. Pass auf. Müsste ich eigentlich haben. Na gut. Nee, oder? Nein, überlebste. Ja, ich hab ja noch zwei Kisten. Sollen wir in diesem nochmal selbst daten vielleicht? Ja, wäre besser gewesen, aber jetzt ist es zu spät. Wir können das eine leben. Warte mal. Wir machen neun. Ja. Nur um. Laden. Nein, dann machen wir auf dem Vorhand, das ist bescheuert. Wir tun 2.2 und dann mit selbst enden. Vanillestelle. Gut, dass wir den Teil selbst gestellt haben. Aber Ypsilon ist so weit hinten. Egal. Na, das bekommen wir so. Nein! Ypsilon ist erst so weit hinten. Wie hat es eigentlich gelernt? Habe ich sie gerade überschrieben? Nein. Ich war einfach schon tot. Ja, läuft. Dann machen wir jetzt halt Ypsilon. Yay! Der Part zieht es in die Länge, Leute. Ich sag's voraus. Ich auch. Was ist denn das? Wo ist Stopp mal, wir sind ja dumm! Achtung! Stimmt, wir sind eigentlich gerade. Wir laden 2.3. Ja. Nein! Hä? Ich hab das gerade auf Safe gedrückt.
Ich muss mich einfach ein bisschen konzentrieren hier. Ich meine, die einfachsten Aufgaben kriegt er hin. Ich bin dumm. Ja. Also, davon machst du das hier umso besser. Soll ich dir jetzt dann nochmal helfen? Gut. Wie kommst du hin? Wenn ich diesen Scheiß-Decken halt gemacht hab, ich werd so mordsüchtig. Du bist so mordsüchtig. Yay, Super Mario Land macht Mordsustick, da wissen wir's. Also an Silvester kann auch hier mal ein XXL-Part kommen. Das ist alles schön und real. Richte dich nicht auf, Kind. Alles im grünen Bereich. Hättest du den Scheiß-Safe-State gerade nicht unterschrieben? Unterschrieben. So, du bist endgültig auf Load gegangen. So. Halt, Y. Ihr seht schon, Leute, es kann noch ein bisschen so weitergehen. So was braucht's nicht. Nein. Wir waren gerade weiter vorne, das weißt du schon, ne? Ja, eben. Nein, wollen wir nicht. Mann. Himmel, die! Fabi? Ja. Ist das nicht dein Ernst, ne? Ich bekomme gleich nur Aggressionen! Aggressionen! 41 Minuten, sitzen wir hier dran! 50. Jetzt mach das mal! Aggressionen! Los! Und sei still und mach es! Ja. Wenn sie ein paar Aggressionen kaufen. Soll ich stopp? Ich tu das irgendwie, wie das jetzt diese. Bunt, ich tu das jetzt hier safe staten. Mach das. Weil 2.3. Okay. Weiter. Tun es überall safe staten, wo es Sinn macht. So. Ihr seht schon, Leute, es wird kompliziert. Trotzdem kommt heute davon was als Normenpartner. Muss halt schauen, wie viel es im insgesamt gibt und das dementsprechend urteilen zu können, wie viel ich halt dann mache. Bitteschön. Jetzt haben wir hier einen echt relativ guten. Okay. Ja, aber gut. Passt. Ich load den mal. Ja. Der Safe passt tatsächlich relativ gut. Das stimmt. Minus hat das bei dir auch irgendwie hinbekommen. Das würde mir nicht passieren, irgendwas hinzubekommen. Das ist mir klar. Maschinen machen keine Fehler. Ja, Maschinen. Wenn du eine Maschine wärst, yay! Ich bin eine Maschine. Nein. Daran sieht man's. Eine Maschine mit sehr ausgeprägten Selbstzerstörungsinstinkten. Tada. Ich bin eine Maschine. Die Dinger, die da drin waren, sind weg, Alter. Ja. Pass auf. Mhm. Wir sind kurz vor dem Ziel, ne? Sind wir. Also mach nichts Falsches. Sollen wir selbst daten? Nein, jetzt nicht. Garantiert nicht. Du kurz vor dem Ziel, wenn du meinst, deine Entscheidung. Meine. Okay. Ich hab auch eine Meinung. Pass auf diese hüpfenden Bälle auf da. Na, ich brauche auch so die hüpfenden Bälle. Ich muss auf die drauf springen. Ich weiß. Ich hab gesagt, pass auf die Dinger auf. So, Y. Ui, also ich sag ja Leute, das wird ein längerer Part. Vor allem das so, ich lass safe. Ich brauche unbedingt irgendeinen. Ist irgendjemand da draußen zufällig professioneller Jump'n'Run-Spieler oder was weiß ich? Gibt's sowas überhaupt? Ja, bestimmt. Ja. Ich brauche irgendjemanden, der mir mal Zeit für ein paar Grundlagen beibringt. Nintendo hat das zum Beispiel relativ schnell durchgerastet, aber da wird dir nicht helfen können. Wollen. Keine Ahnung. Helfen können wollen. Ja. Keep dance and going. Jetzt hast du es einfach in diesen Oberdeppen. Sicken, die dich verfolgen. Nein! Egal, ich 88. Soll mich jetzt safe-staten? Ach, ich hätte nur stehen bleiben müssen.
Ich hab gedacht. Wir tun das jetzt nicht als Dallas Health State, ne? Nein! Laden. Na gut, dann. Laden. Ja. Aber dann müssen wir ja so viel nochmal extra gehen, ey. Nein, müssen wir nicht. Ja, bin ich ja mal gespannt. Dann bekommst du das jetzt letztes Mal hin. Kann es sein, dass wir 45 Minuten hier Scheiße dran sitzen? Doch. Ist gar nicht so schwer. Ja, es ist machbar, das weiß ich auch leider. Das wissen. Ach so, ja. Das war ja der Plan hier. So langsam bekommst du das hin, ey. Ja, ja, da ist Achtung, da geht's jetzt sogar hier noch dran. Du kommst nicht mehr zurück. Jetzt geh weiter, flämmlich rum, das schaffen wir jetzt. Ich bin zuversichtlich. So, und wir laden mal wieder das Self-State, weil es so viel Spaß macht, ey. Stell dir vor, wir hatten kein Self-State, die werden es immer noch an der ersten Welt im ersten Level. Ja. Ja, ich starte nochmal den Self-State. Ich find's alle Beteiligten besser. Oh mein Gott, das ist so. Laut. Ja. Y. Ich geh mir zwar vergraben. Ganz weit weg in Chinatown. In Chinatown. Oh Gott, ich muss Tipps essen. Muss mich beruhigen, muss Tipps essen. Oh Gott. Okay, ich führe das hier dabei weiter. Ja. Bin sofort wieder da. Ja, Aggression habe ich langsam und zwar esst. Ja. Von dieser Scheiße. David, ich fühle eine innere. Select, nein! David, ich fühle eine innere Unruhe. Und ist eine innere Blutung. Ja. Bist du übers Katzenklo gestolpert? Ja. Ah. Also, wir halten fest, alles ist scheiße. Weil du es nicht kannst. Und überhaupt. Nein. Und überhaupt. Ich auf meinen Platz gehen. Ich gehe nicht auf deinen Platz, ich gehe nur auf deinen Platz zu. Also. Lass mich in Ruhe. Ich glaube. Was glaube ich denn? Ich glaube, das wird heute nicht gemacht, genau. So. Mhm. Ich gründe jetzt eine Religion, die besagt, das wird heute nicht mehr. Mhm. Power to the left. Ich glaube, ich auch. Power to the right. Ey, gemein. Mhm. Gemein! So. Gemein. Gemein! Gemein. Aber nicht die Stelle, mach mit in den Part noch fertig. Es jetzt. Diese Stelle. Meinetwegen soll es Stunden sein. Okay. Also, ich würde mal sagen. Wir tun auf den Kopf stehen und klagen. Ja. Vielleicht sollten wir einfach mal nach diesen Hüpfereien hier abspeisern, weil wir dann zum einen langteils Bahnen würden. Also Y. Ich muss dann gleich nochmal speichern, warte mal. Ich weiß, kann mir auch Rest sein. Damit du dich kaum wieder. Ich sammle das hier ein und speichern. Dann hätten wir uns zuerst speichern auch sparen können. Nein, weil ich wollte nicht, dass ich dabei drauf bin. Ja, okay, nochmal. Ich tue das einfach laden. Das kann noch 1000 Stunden so weitergehen im Prinzip, ne? Wir sind's alle. Aber vielleicht bekommen wir es jetzt mal wirklich hin. Es bringt doch nach oben. Nach oben da. Nein, das wäre nicht so lustig. Das ist ein bisschen einfacher. Ja, lustig, lustig. Ich klatsche dir gleich lustig in dein Gesicht. Oh. Nein! Wir sitzen nur seit 50 Minuten an diesem beschissenen Level. Aber ich habe keine schlechte Laune, ne? Man hört gar nicht bei der Ironie raus. Ich weiß das. So, weiter jetzt, ey. Das war ein Bug. Zu deinem Glück.
Achtung, Riesen! Stopp, hier speisen wir jetzt! Hier speisen wir jetzt. Ich will nicht. So. Du hast 2 Leben. Wir tun gleich einmal den. Auf welchen Slot hast du es eingesetzt? Y. Kannst du mir. Ja, du, wir können die Therapie immer und immer wieder machen. Ich habe Ups für immer ausgelöscht. Das weißt du schon. Weil? Weil du an einer sehr umfassenden Stelle gespeichert hast. Ja, aber das macht nichts, weil das relativ kurz vor dem Ende ist. Es ist doch egal, es geht ja nicht nur um das eine Level. Weißt du eigentlich, wie viel ein One-Up wert ist? Und zwar, dass du so drauf bringst, dass es funktioniert. Nein. Gut. Da brauchst Nein. du musst da nicht rausbringen, zwangsweise. Wir hätten die gerade abspeisern sollen. Hüpf einfach, das bekommst du jetzt hin. Ich hüpfe um mein Leben. Okay, das ist eigentlich sogar relativ entspannt und einfach. Ja, das bekommst du jetzt hin, weil da ist das Ziel. Was wird immer mit der Ruhe. Okay, und das war gerade eine sehr unnötige Aktion. Lad. Y. Und diesmal brauchst du nicht irgendwie extra hochzuspringen. Wir wollen einfach nur das Level beenden, weil diesmal war wirklich Zeitdruck hier. Ich will keinen Stundenpart hochbringen. Kein Zeitdruck. Scheiße. Du bist auch irgendwie dumm. Nein! Jetzt, Mann! Bitte töte mich. Warte, hier. Ja. Ja, so. Ich glaube, das war jetzt gar nicht so gut. Ja, das könnte tatsächlich sein. Aber glaubst du, die Möglichkeit besteht? Safe state es doch an. Achso, da auf die Idee bin ich noch gar nicht gekommen. Ich nenne eine Blutung in dir. Leute, es tut mir leid, dass ihr an diesem Level fast eine Stunde dran sitzen. Ja. Ich konnte jetzt so wie dieser Max Raden von 9.1 von 9 Live tun und den Blumentopf hinwerfen, weil ich Aggressionen habe. Nein, wir haben hier keinen Blumentopf. Doch, der nennt sich natürlich einer. Oh. Aus Plastik. Mach weiter! Du bekommst dich immer auch mal hin. Okay, im Gegensatz zu allen anderen Malen. Ich sag das zweimal. Ich einmal hast du Zeit, das zu machen. Ja. Du hast gesagt, du willst das Level in diesem Part schaffen, auch wenn es schon dauert. Ich weiß, was du gesagt hast. Und ich weiß, dass du es auch fest vornehmen. Vielleicht karte ich da ein bisschen was raus. Weil sonst wär's. Entschuldigung, fürs Rülpsen. Und du? Mach was jetzt hier draus. Und jetzt spring nicht irgendwo unnötig hoch, wo du nicht musst, okay? Spring nicht darauf hoch. Spring! Du weißt, wie es geht, gut. Du musst dann halt hier so... Nein, so langsam ist meine Geduld am Ende. Ja, wieso? Nein, die hätte mich getragen. Nochmal. Weil. Komm. Ich mach's sonst. Du kannst damit nicht umgehen. Ich mach aber gerne. Die dauert 10 Jahre. Solange dabei alles kaputt ist, geht es ja alles gut. Da häng ich nämlich auch krass hin. Und die Zeit. Junge. Ja. Wie alt ist? Warum? Du weißt, wir müssen ganz vorne machen müssen, das Level. Wir müssen das in dieser Zeit hinbekommen. Das heißt, keine Extras. Und wir safe staten es jetzt dort. Okay.
Y. Ja. So. Ich leite Y. Ist besser. Ich kenne uns alle. Aber wie krass es sein muss, wie krass muss man schon mal sein, damit man das Level ein Stück schafft. Ja, und das zweite Level. Dritte. Kannst du nicht lesen? Nein, kann ich nicht lesen. Es sind drei. Nicht treffen lassen. Ja, ja. Es kommen halt immer mehr Bälle, ne? Ja. Immer mit der Ruhe. Heiliger Bimbam auf dem Baum. Heiliger Bimbam Bim. Weißt du, Aggressionen hier, ey. Ja, du bist auch hier. Direkt jetzt nach dem ersten. Dann ist er nie. Ich schlag dich gleich. Gut, jetzt. Ich kurz vor dem Ziel. Amen. Leute, danke fürs Zuschauen vom Part. Macht's gut, bis zum nächsten Mal. Und ciao.